habe alle Leute in schwarze Kleider gesehen. Ja, was halten Sie davon? Schön. Ja. Halt hier so in Leipzig, wir haben es auch gestern wieder gehabt in der Innenstadt, das ist der Wahnsinn. Also alle paar Minuten kommt einer an, oh, das sieht so toll aus und erzählt doch mal. Und also diese Freundlichkeit auch und dass man auch mal so offen halt... einfach mal so sein kann, ja, wie man ist und wie man sich ausleben möchte. Das ist echt schön. Was mir auch gefällt, ist, die Leute anzugucken. Also diese verschiedenen Outfits, also diese Fantasie, wo dahinter steckt. Das gefällt mir so unwahrscheinlich gut. Ich möchte einfach anders sein, wie im ganz normalen Leben. Ich möchte irgendwann mal immer sagen, ich brauche eine gewisse Zeit, wo ich abtauchen kann. Ja. Und da bedarf es einfach für mich, spontan in andere Kleider zu gehen, auch mich mental irgendwo in eine andere Welt zu versetzen. Ja. Und da finde ich, ist der Rahmen hier optimal. Warum seid ihr gekommen? Weil ich es liebe, so viele so gestylte Menschen zu sehen. Vor allem auch Männer, die Wert legen darauf, aufs Aussehen. Euer Outfit ist ziemlich ungewöhnlich. Was drückt es aus? Warum so ein Outfit? Also es ist erstmal ein Mix aus verschiedenen Stilen. Man findet bei uns Burlesque, Cyber und einfach, ja, wie soll man nennen, Freestyle. Mhm. Ja, für unsere Zuschauer, also die sind überhaupt nicht in der Szene drin. Vielleicht ein paar Erklärungen, was bedeutet das? Wie unterscheidet sich das? Nun, Cyber sind zum Beispiel diese Armpuschel. Ja. So wie man sie auch auf Techno-Partys oft gesehen hat und auch heute noch sieht. Mhm. Burlesque ist dann, naja, das kommt aus Frankreich. Ich weiß momentan nicht aus welchem Jahrhundert, aber es ist, hat viel mit Mieder und viel mit Strumpfhosen und Ähnlichem zu tun. Zum Beispiel hier dann? Zum Beispiel so, oder bei ihr sieht man es noch viel besser? Ja, Gründerzeit, Turnierenkleider, Korsett und so weiter. Mhm. Okay. Und die Kontaktlinsen? Kontaktlinsen, es sieht einfach krass aus. Ja, in der Tat. Und das ist der Sinn der Sache. Aha, okay. Auffallen, ja, das macht Spaß. Ja, es ist Gothic. Ja. Lass mich denken an der Fasnacht, Karneval. Ja, ich komme von Maastricht. Ja. Wir sind in der Nähe von Köln. Ja. Und dann hat man, wenn Karneval ist, hat man eine bedrohlichere Maske da. Okay, dein Outfit ist ziemlich ungewöhnlich. Das kann sein, ja. Ja, aber schätzt du dich auf? Was bringst du damit zum Ausdruck? Warum? Was heißt zum Ausdruck? Es ist ganz einfach mein Stil, dass ich halt ein bisschen anders rumrenne als normal schwarz. Ja, ein bisschen also anders. Ein bisschen bunt halt, ne? Ja. Und damit fühlt sich in der Szene auch wohl? Selbstverständlich, weil ich komme aus Leipzig oder wohne in Leipzig. Die kennen mich alle so hier aus Leipzig und naja, es ist halt ein Outfit, was einen sehr hohen Wiedererkennungsfaktor auch hat. Das heißt einfach nur, weil es bunt ist, ansonsten keine Bedeutung, oder? Was heißt Bedeutung? Also dieses Outfit ist eigentlich im Krippewahn entstanden. Ich habe den Stoff gesehen und habe zu einer Freundin zu mir gesagt, ich will unbedingt eine Marienkäferjacke haben. Und es wurde dann halt immer ein bisschen mehr, was dann dazu entstanden ist. Ja, kann man so sagen. Wie lange hast du insgesamt daran gearbeitet? Also wir haben ungefähr daran gearbeitet, 8 Wochen. Aha. Die Jacke war noch das Einfachste, aber halt der Rest, so die Stulpen und dies und das Accessoire und das muss auch noch passen. Das hat noch ein bisschen länger gedauert. Das heißt, das alles selber genäht mit, ja, der Freundin? Ja. In Holland haben wir auch Gothic. Aha. Ja, meine Frau kennt es. Ich konnte es nicht. Und die Kleidung der Leute hier? Ja, schön. Ja, sehr, ja, schön. Ja, sehr freizügig vieles. Ja. Aufreizend. Ja, ja. In den letzten Jahren, das war immer gut. Ordentlich, war Luft. Sauber alles. Die anderen, die gehen ordentlich gekleidet. Mhm. Sauber, adrett. Also es kommt immer darauf an, gerade was für ein Outfit man gerade anhat. Wir haben ja mehrere Outfits mit. Aha. So, und bei dem einen, das ist halt, lebt man gerne seinen Fetisch aus und bei dem anderen eher das Zarte. Das ist je nachdem, welches Outfit man gerade anhat und nach Tagesstimmung, was man gerade ausleben möchte. Ne? Das ist, wie gesagt, das eine so ist halt mehr so auf das Fetisch oder Bondage, was man halt gerade gerne ausleben möchte. Das heißt, das, was ihr jetzt tragt, was du zum Beispiel trägst, bedeutet was in der Szene? Das ist halt Lack, es ist halt sehr dominant, also es strahlt halt eine gewisse Art von Dominanz aus. Ne, so halt so, ich will es aber sagen, Herrin und Sklave, sowas halt. Es ist halt so dieses Fetisch Lack und dominant, diese Dominanz auszuleben. Hier definitiv viele Metaller sagen, ja, die schwarze Szene und bla bla bla, aber grundsätzlich sieht man die ganzen Metalle und was für Freunde haben sie aus der Gothic-Szene. Natürlich, ey, die hübschesten Mädels überhaupt, definitiv, ne? Du musst verstehen, aus 1 macht 10 und 2 lacht.
sieht zwar ein bisschen komisch aus, Handy, aber ansonsten ist okay. Komisch heißt Mode oder was? Naja, die Mode, sag ich mal, und dann wie sich jedem, sag ich mal, was? Zu gewagt bei den Mädels oder genau richtig so? Ich würde mal sagen, ja, eigentlich sieht geil aus, ja. Aber das andere wiederum sieht ein bisschen hässlich aus. Also ist alles möglich vertreten. Das heißt, mehr ins Korsett gezwängt, als reinpasst, oder wie? Das ist wohl wahr, ja. Aha. Bei den meisten.